Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Blaze Black Edition. Im letzten Part haben wir uns auf dem Weg zur Arena gemacht. Jetzt sind wir in der Arena. Oh mein Gott, das sieht wie ein Restaurant aus. Ich weiß. Aber das ist die Arena. Glaubt's mir ruhig. Und ja, erstmal wechseln wir unseren Pokémon. Ja, nee, falsch. So. Pokémon Wechsel. Was holen wir rein? Wir lassen Staravia drin. Genau. So, fangen wir an. Der Typ mit der Feuerfrisur. Man sieht hier Feuerfrisur. Der heißt Chili. Und das ist ein... Ach du Scheiße. Nein, Mann. Scheiße, wieso? Scheiße, wir müssen gegen alle... Ach du Scheiße. Nein, Mann. Kacke. Wing Attack direkt mal hier. Und war klar. Putsch. Ah, fast tot. Es setzt Glumanda Drachentanz ein. Wird ihm nicht viel bringen. Das ist ein Reihumkampf für die, die es nicht kennen. Ich erkläre euch mal kurz, was dieser Reihumkampf bewirkt und so. In diesen Reihumkämpfen sah man ja eben schon, ne, kann die Pokémon bewegen. Und die halt für das Pokémon, das gerade am stärksten ist, benutzen. Und ihr wisst schon, man kann die Pokémon drehen, je nach beliebigem Teil, ne? Und manchmal ist das hilfreich, manchmal ist das auch völlig überflüssig, meiner Meinung nach. Und jetzt kommt Flamni. Oh mein Gott, alle Starter-Pokémon. Schau mir auf jeden Fall noch eins dieser Starter-Pokémon. Welches weiß ich nicht. Floink auf gar keinen Fall. Ich habe so gar keinen Bock auf Floink oder... Ja, Floink. Ich wette, jetzt kommt dieser Affe. Ja, war klar, war eigentlich falsch, klar. Bekommen meine anderen Pokémon überhaupt XP? Ich glaube nicht. Nein, bekommen die nicht. Naja, egal. Jetzt setzt eine Bär ein. Das Pansier. Auron Bär. Ich wette, das ist so eine Sinnelbeere gewesen, da meines Wissens nach nur Sinnelbären die Kabine der Pokémon aufhalten können. Und jetzt schnell mal eine Wing-Attack-Attacke. Ah, fast tot. Okay, Geheimpower. Nee, Naturpower. Was war da? Ah, ich glaube, das ist Triplette. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist Triplette. Ja. Ja, ich glaube, das ist Triplette. Okay, Nasty Plot. Was ist das? Amnesie. Oh. Ja, das ist schlecht. Die Verteidigung von diesem Pokémon steigt ins Übermaß. In übermäßliche, wenn ihr versteht. Und jetzt Wing Attack. So, fokussiere. Und jetzt noch einmal, ja, schnell ruckzucki beendet, ja. Und das Pokémon ist down. Ah ja, okay, meine anderen Pokémon bekommen auch XP, das ist gut. Okay, das ist nicht gut, dass der XP bekommt, aber der Rest in Ordnung. Okay, jetzt kommen noch ein Panflam, das hat eigentlich nur gefehlt, ne, das Pokémon. Einfach Flügelschlagattacke, scheiß drauf. Okay, Erstauner, ich hoffe, ich schreck nicht zurück. Scheiße. Okay, wir müssen einen Trank einsetzen. Oder Tafelwasser. In diesem Fall setze ich lieber Tafelwasser ein. Da der normale Trank nicht sehr viel Wirkung zeigen wird. Und jetzt kommt was? Scheiße. Jetzt können wir keine Items mehr einsetzen. Okay, jetzt müssen wir diesen Kampf sehr schnell beenden. Sonst haben wir wirklich Arschkarte. Und das ist... wie hieß er? Zuschuss, genau. Oh. Das war Teilattacke. Die Attacke kenne ich doch. Ja, wie hieß die nochmal? Ah, wie hieß die? Scheiße. Ich hab den Namen der Attacke vergessen. Scheiße. Naja, egal. Und Silver ist Level 15. Nach diesem Kampf wird sich Silver, glaube ich, nicht mehr weiterentwickeln. Vielleicht, wenn wir Glück haben, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, jetzt noch schnell das Pokémon down machen. Dann eben das. Und Panflam ist jetzt tot. Okay, tot gibt es den Pokémon nicht, ne? Wie in meinem Let's Play Pokémon Feuerrot schon gesagt. Wie ich schon in meinem Let's Play Pokémon Feuerrot schon gesagt habe. Ach egal, scheiß drauf, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich bin heute sowieso etwas ballerballer hier. Ich habe so kaum geschlafen. Egal, scheiß drauf.
Oh, die Epic Melodie. Wir haben gewonnen. Und leider ist unser Pokémon kein Level Up. Und Chili. Name passt irgendwie, ne? Wieso weiß ich auch nicht. Aber der Name passt auf jeden Fall. Wir halten den Tri-Orden. In diesem Fall, wie heißt der? Trio Badge from Chili. Okay. Wieso redet der nicht? Ne? Wieso redest du? Ah ja, ich kenne solche Leute. Okay, der hat wirklich nur Feuer-Pokémon gehabt. Hart. Hardcore. Ja. So, jetzt gehen wir schnell ins Pokémon Center. Ja, okay. Erstmal diese Professoren. Die sucht ein spezielles Pokémon, ein Psycho-Pokémon. Wieso vergesse ich den Namen? Solvian oder. Nee, wie hieß das Pokémon? Scheiße, ich habe den Namen echt vergessen. Gar nicht gut. Naja, auf jeden Fall kriegen wir hier ein paar Sachen und so. Aber erstmal müssen wir hier dieses Gelaber hier wegmachen, weil das ist unnötig. Unnötig. Okay, das hätten wir jetzt fertig gemacht. Jetzt müssen wir dahin, wo ich im letzten Part auch schon mal war. Und zwar, warte, erstmal Pokémon Center, ich war da jetzt gerade eben nicht. Nur der vertraute seinem Glück allein. Boom, boom, tsch. Naja, war ein Witz natürlich, ne? Wir leben ja nicht im Pokémon Center, wir sind cool. Wir leben nicht wie diese hier, diese ganzen Leute hier. Was denken die? Wir sind ständig in der Reise, also wir sind Höhepunkte und so. Okay, hier ist ein Zerschneiderbaum. Den zerschneiden wir natürlich. Aber erstmal, okay, Fahrrad, müssen wir einem Pokémon die VM-Zerschneider beibringen. Okay, Cut, Use, ist klar, wie wir das beibringen. Pampur. Letzte Attacke leer. Ja. Ja, unnötigste Attacke ever, aber egal. Okay, jetzt können wir Zerschneider einsetzen. Und Zerschneider. Und wer ist das? Bianca. Die kommt jetzt mit uns. Okay, wieso bist du als erstes in dieses brutales Ding reingegangen? Okay, scheiß auf Fahrrad. Das ist Somniam. Somniam, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Weil sonst, Entschuldigung. Und hier sehen wir zwei Team-Plasma-Typen. Im zweiten Part unserer Let's Play Blaze Black, unserem Let's Play Projekt Blaze Black, haben wir gesehen, wie Seagir, Jesus, genau so war das. So eine lange Rede gemacht hat. Lange Rede, kurzer Sinn, wie immer, ne? Mein Gott, perverse. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, was sie machen? Guck mal, genau. Ihr müsst gucken, das geht nicht, nein. Ich finde das Zeichen aber cool. Diese Typen sind uncool, aber das Zeichen ist cool. Müsst ihr zugeben. Jetzt kommt ein Trubbisch rein. Trubbisch. Naja, ein Gift-Pokémon. Im Pokédex stand, dass das ein Müllbeutel ist. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Müllbeutel. Ja, also, da könnte ich jetzt viele Sachen sagen, ne, aber, ja. Ich habe jetzt keinen Bock, mein Pokémon zu wechseln. Wieso, wisst ihr selber. Der hat diese Gift-Dornen-Stacheln, wie auch immer, eingesetzt. Ich glaube, das ist, wie hieß das nochmal? Dieser Ballon da in der vierten Generation. Ah, wie hieß der nochmal? Drift. Sepp. Oh ne, ist Traumato. Oh, sorry. Okay, sorry, Leute. Falsch. Aber wie hieß das? Dieses Ballon-Pokémon der vierten Generation. Habe ich vergessen. Okay, das wäre jetzt wirklich dumm, wenn ich da wie er jetzt hier in den Kampf schicken würde. Deswegen einmal Rang-Nieb-Attacke. Hat nicht viel gebracht. Konfusion. Okay, ja, was soll ich jetzt machen? Scheiße.
Disable. Ich glaube, das ist Aussetzer. Ja, das ist Aussetzer. Okay, dann setzen wir Tackle ein. Ah, wird das was bringen? Ne? Kopflos, ey. Verarschen kann ich mir selber, ne? Ist ehrlich. Naja, ich kann mal einen Trank einsetzen. Ohne Trank geht gar nichts hier. Ohne Trank haben wir verkackt. Und ich will das noch in diesem Part schaffen. Diese ganzen Dinger hier. Okay. Okay, diese Attacken ging ja nicht. Vergessen. Trankenhieb ging nicht. Oh, ja, ja, jetzt guckst du so, ne? Nur weil wir dich jetzt... Oh, nee. Nein, nein, nein. Schläf, 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 schläf. Link, Alter, Link. Ich hätte fast gewonnen, aber egal. Kack drauf jetzt. Egal, vorbei, was soll man machen? Da setzen wir halt die ganze Zeit Flügelschlacke ein. Scheiß drauf. Und Traumato wurde besiegt. Jetzt kommt Erkans. Erkans, Erkans, Akans, aka Ritter. Hätte ich mir eigentlich denken können. Ich glaube, ich setze mal Flügelschlacke ein, ja. Oh, Silberblick, oh mein Gott, ich habe jetzt Angst. Okay, ich werde schon langsam ein bisschen verrückt hier. Wieso? Keine Ahnung. Na, über was könnte ich mit euch jetzt labern? Reden, sein, tun. Ja, Stars Level 17, das ist cool. Und Grund wurde besiegt. Grund. Grund. Nein. Okay, jetzt kommt die nächste, oder der nächste. Keine Ahnung, der nächste. Es ist ein Vibe. Naja. Naja, ein Smogon. Das sieht so aus, als ob die Smogon Arme hätte. Nee, ehrlich, das sieht so aus, ne? Naja, aber ansprechend ist das jetzt nicht das Pokémon. Smogmog ist cool, aber Smogon, naja, so ein Mittelding, ne? Und ich glaube, dieses Projekt wird etwas länger als das normale Pokémon Schwarz-Weiß gehen. Da es einfach viel mehr Pokémon gibt. Ne? Und jetzt kommt zum Beispiel ein Grimmer, ein Slimer. Nein, nach Flügelschock-Attacke. Ich frag mich, wieso die Flügel von Staravia nicht in diesem Schleim feststecken bleiben. Jetzt kommt, es ist nur Plastik, ne, Slimer. Naja, Slimer hätten wir jetzt auch besiegt. Das nächste Pokémon, Cacnei. Warte mal, das ist so... Oh, Tuska. Genau, Flügelschlag-Attacke. Wird sehr effektiv, ne? One-Hit. Ist ja Pflanzen-Pokémon und Unlicht-Pokémon. Okay, Unlicht tut nichts zur Sache, aber ist ein Pflanzen-Pokémon. Und deswegen im Nachteil, Endeavor. Was ist das? Mal gucken. Leute, wartet mal kurz. Ah, das ist Notsituation. Ich vergesse mal Grown. Und tadada. Team Plasma ist besiegt. Jetzt kommt noch so eine Szene, wo die scheiß viel labern. Leider. Perversen Schweine. Und jetzt kommt Jesus. Beides Jesus, glaube ich, ne? Ja. Das waren jetzt so Special Effects und so. Naja, schon klar. Also an der Story hat sich jetzt nicht viel verändert. Es ist gleich geblieben. Und hier sehen wir die Weiterentwicklung von Somnian oder Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Die Weiterentwicklung kann man vorher knicken, da habe ich überhaupt keine Ahnung, wie das Ding heißt. Auf jeden Fall so ähnlich. Das weiß ich. Und der Part ist schon fast wieder zu Ende, Leute. Leider, leider. Und da ist ein Pokéball, unglaublich. Die haben aus ihrem After einen Pokéball herausgepresst. Okay, ich bin nicht mehr so ekelhaft. Ja, okay. Ding, ding. Es ist dieser Zauberstaub da. Okay, Leute, das war's. Ich gehe mal nur kurz und gucke, was für wilde Pokémon hier lauern. Das war's für diesen Part. Blutzug, cool. Ja, Leute, das war's für diesen Part. Das habe ich jetzt zum dritten Mal gesagt, aber egal. Haut rein. Macht irgendeine Scheiße. Also, macht keine Scheiße, wollte ich damit sagen, eigentlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Was ist das? Was ist das? Ein Auto. Okay, ciao.